Moin Leute, was geht ab? Till und Galle am Start. Mal wieder. Ist ja auch alles wir haben heute wieder ein kleines, schnickes Pfeifchen für euch zum Vorstellen. Till ist so der Pfeifenmensch. Köpfe-Mensch, Schläuche-Mensch, Tabak-Mensch. Der hat einfach so unnormal viele Pfeifen. Aber ich dachte, ich nutze das einfach, um euch das Ganze mal vorzustellen. Und zwar geht es heute um die Egeglas Letizia. 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 Die Freudige auf Latein. Eine junge Dame. Ja, sie hat weibliche Rundungen und so und einen schwarzen Silikonproppen. Lauter reden. Ja. Und Till erzählt euch einfach jetzt mal so ein bisschen was dazu, weil ich seine und ich, wir friemeln das dann gleich mal so auseinander und dann rauchen wir das Ganze noch. Können wir machen. Jo. Egeglas Letizia. Ihr kennt alle, oder die meisten werden wahrscheinlich den Namen Egeglas kennen. Ist dieser Typ, der diese schönen Glaspfeifen macht, die dann für 600 Euro weggehen. A.k.a. Gunnar. Gunnar Engelhoff. Also die Alten gehen für den Preis weg, nicht erschrecken. Die ist ganz weit weg von 600 Euro. Das ist nämlich das Einsteigermodell. Und ich kann auch sehen, warum. Also ihr seht ja, es ist jetzt nicht großartig was mit Schliff. Es ist da nicht viel Glas verwendet worden, vergleichsweise. Ne? Ja, ist einfach nicht. Ja, Shishi bisschen schon, aber es ist nicht viel Tamtam und nicht großartig auf optisch solche Pfeifen mit Mola, bla und hast du nicht gesehen. Hat er ja generell nicht. Er macht ja immer nur riesen Bowls, riesen Verteiler und dann einmal so ein Rohr dadurch. Ja, die ist so die Bar, Outdoor, Einsteiger, Daily, Tisch, Film gucken Pfeife. Ja. Die kommt mit einem Preis von 120 Euro auf der Egeglas-Website, 119 Euro bei Smoshi im Laden. Die hat, die ist, ihr seht, die ist, man kann gar nicht dafür so viel zu sagen, weil sie einfach so einfach aufgebaut ist. Also ihr habt ja, aber die Sache ist einfach die, im Vergleich zu den anderen Pfeifen, im Grunde sind die alle einfach aufgebaut. Um jetzt mal das Ruder hier so an mich zu reißen. Ja, macht man. 120 Euro, es ist im Grunde eine kleine Tischpfeife, es ist eine Outdoor-Pfeife, eine Bar-Pfeife, vor allen Dingen denke ich mal in die Richtung konzipiert, weil, kann man eigentlich doch schon ein bisschen zu sagen, ihr kriegt da eine Faust rein. Dickes Glas, die Base ist aus Silikon. Das ist das Geilste überhaupt. Ihr könnt die Base durch die Gegend werfen. Ich halte hier zu wenig Kugeln. Es ist Closed Chamber. Einfach ein dickes Stück Silikon. Hier große Pfeife, könnt ihr richtig geil anrichten, Fruchtstückchen, Eiswürfel, was auch immer. Und Reinigung, das ist der geilste Aspekt, scheiß mal drauf, dass Reinigung. Du da... Man kann hier vorne richtig schön mit so einer Bürste durch, hier man kann alles so super easy aus dem Silikon popeln, große Ventilkugeln da, vier Schlauchanschlüsse, Kohleteller. Hat sogar Schliff, also wenn ihr eine Egeglas habt. Stimmt, der hat sogar Schliff. Ja, wenn ihr eine Egeglas habt, könnt ihr da sogar mit rum experimentieren. Es gibt auch so Rauchsäulenerweiterungen für das Ding. Gut, dazu sage ich jetzt nichts, ich sehe das nicht. Würde ich so nicht draufhauen, ganz nee, ehrlich. Nee, eben nicht, weil für mich liegt die Stärke oder die großen Pluspunkte bei der Pfeife sind einfach, dass das Ding kompakt ist. Es ist kompakt, es ist stabil, es ist komplett durchdacht. Wo wir dann aber auch zum ersten Manko kommen, Stabilität. Ja, jetzt habe ich das so festgemacht hier. Ja. Der gute Till hat nämlich das Tauchrohr. Ich hab's sehr bei der Reinigung rausflitschen lassen, weil Silikon und Spüli ist sehr flitschig. Ja, da stand dann der Kollege, sagt, kannst du mir mal kurz die Bürste geben? Ich hatte das Ding noch, die Base hatte ich so da, wie der Kalle sie jetzt hat, Tauchrohr schon reingesteckt und dann ist mir das Ding einfach rausgerutscht. Weil zum technischen Detail, das Tauchrohr ist im Grunde einfach ein dickes Glasrohr, was komplett von unten bis oben durchgesteckt wird. Oben kommt der Kopfadapter drauf. Das gibt dem Teil auch überhaupt erst die Stabilität, dass du deinen Kopf drauf stecken kannst. Richtig, weil wir haben jetzt, was heißt das Problem? Wir haben es eigentlich einfach gelöst. Ja. Wir haben einfach getaped und oben Schlauchanschluss reingesteckt, weil ohne ist halt hier so. Im Review seht ihr dann auch gleich das andere Taucher, nur dass ihr jetzt mal so eine Idee bekommt, wie das ohne das zersäbelte Mundstück von mir aussieht. Das Gute ist aber, muss man hier sagen, aufgrund der Bauweise, wenn halt was kaputt geht, man kann es auch irgendwo teilweise selber reparieren. Ja, also Taucher, kein Stress, ihr habt halt auch null Gewinde, die euch verschleißen können. Ja. Ich meine, ich sehe es jetzt nicht, dass dieses Silikon, das ist wahrscheinlich irgendein super tolles Industriesilikon, dass das irgendwann da den Geist aufgibt. Ne? Ja. Und wenn das Rohr kaputt geht, irgendwas, irgendein olles Rohr zu Hause durchziehen, was weiß ich. Mundstück,
Kupferrohr. Es ist scheißegal. Ja. Ich kann euch garantieren, dass ihr das Ding auf Wacken reparieren könnt, solange die Bowl nicht kaputt ist. Also gar wenn die Bowl kaputt ist. Ja, im Grunde nimmst du irgendwas, wo du deinen Proppel reinstecken kannst. Ein Kanister, schneide das aus und klebst das mit Gaffer rein. Also das Ding, das ist... Festivalpfeife, Outdoorpfeife. Das ist die Daily Bitch. Die kannst du immer nehmen. Ich denke mal, das ist das eigentliche Tauchrohr. Das ist das getunte Till Junker Tauchrohr. Das hat hier unten sogar so einen Diffusor. Ohne Witz, was er da gemacht hat. Guckt euch das an. Das Ding, das sieht aus, als hätte er da unten einen Böller reingesteckt. Ey, Alter, weißt du, wie ich das gemacht habe? Guck mal. Ich habe hier immer gegenüber reingesägt und dann war ich hier zu voll geworden und habe geguckt, ob es so klappt, habe das unten aufgebogen und das läuft. Nichtsdestotrotz, zurück zur Pfeife. Was ich jetzt so auf den ersten Blick sehe, finde ich nicht schlecht. Manko hatte ich gesagt eben... Taucher macht gerne einen schnellen Abgang. Ja, das Taucher geht schnell mal flöten. Darum aus kommt aber auch ein bisschen drauf an, natürlich, wie ballerig man ist. Und hier drin habe ich gesehen, in dem Silikon... So, wir mussten gerade kurz unterbrechen, weil die Speicherkarte voll war. Ja. Das frisst ziemlich schön viel Speicher. Ich wollte zu einem kleinen Manko kommen, was ich gesehen habe in der Base. Das Silikon, wo hier hat diese Schlauchanschlüsse drin sind, hat das Silikon ein paar Grad. Ich meine, das ist jetzt relativ Wayne, aber... Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es wird jetzt ja die Pfeife nicht wirklich... Nee, aber man muss halt einfach drauf eingehen, wenn man sich das anguckt. Klar, ich wollte... Also hat ein paar Silikongrate, kann man mit einem... Cuttermesser im Grunde abmachen. Ich würde da jetzt aber nicht drin rumstochern. Also ich kenne. Nee, ich meine für die Leute, die es stört. Ja, also mir ist. Man muss da auch zusagen, das Ding ist halt schon eine ziemlich komplexe Form zum. Wie macht man das? Gießen. Ne, da habt ihr ein paar Durchgänge drin und dann nochmal drumherum Kreise und pipapo. Da entstehen halt gerade, ja mein Gott, ist eine Festival. Ja, du siehst es nicht und es stört dich beim Rauchen. Nur halt eben, um das ganze objektiv zu betrachten, es sind ein paar Grate drin. Taucher geht schnell kaputt. Ansonsten habe ich an dem Ding nichts auszusetzen. Es sieht gut aus. Es ist die Egelglas-Glasteile, ne? Die sind schwer, massiv. Flawless. Also die sind wie immer von Egelglas gewöhnt. Sonst der Rest ist qualitativ echt gut. Hier sind auch richtig fette Ventilkugeln drin. Ich habe jetzt keinen Bock, die rauszupopeln. Ja. Große Metall Ventilkugeln, ihr könnt das Ganze locker mit 4 Leuten rauchen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch lange drum herum reden, machen wir das auch, ne? Ja. Und einen kleinen Porn. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Wir haben das Ganze mal ein wenig in der Bowl aufgehübscht und rauchen das jetzt. Tengis Mimon. So ist es. Maimon, keine Ahnung. Ich klaue dir das mal, dann kann ich auch gleich was zum Durchzug sagen. So vom Blubbern her... Ja, ist jetzt ja halt das Diffusertaucher, was ich mir gefummelt habe, ne? Ja, okay, das kann man dann schlecht vergleichen. Wasserstand geht. Was mich jetzt gerade so ein bisschen fast stört, ist halt ein bisschen großes Bowlvolumen, aber... Im Vergleich, wenn du da noch eine... Also, du kannst... Normalerweise habe ich das Ding bis hier um Schicht. Ich habe mich da ein bisschen mit dem Wasserstand verkalkuliert, mit den Eiswürfeln und so. Die es auch schon nicht mehr gibt. Ja, die Eiswürfel sind weg. 28 Grad. Schmilzt. Aber das Bowl-Volumen, ich finde, das geht. Also das ist jetzt nicht größer als, wisst ihr, wenn ihr die anderen Scheiß-Bowls habt, ne? Und vor allen Dingen jetzt, hier sieht man auch richtig schön das Close Chamber. Mit 2-3 Zügen ist die Bowl wieder leer. Ich nehme mir mal ein Schlückchen. Ja. Vom Durchzug sehr angenehm, muss ich sagen. Hätte ich nicht so gut erwartet. Ekelglas halt, ne? Durchzug, immer. Vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, hier oben die Edelstahlkugeln, die ihr da jetzt auf- und abhüpfen sieht, die sind sehr dick. Obwohl, ja gut, die Schlauchdurchmesser, das geht eigentlich klar. Also der kleinste Durchmesser ist bei dieser Pfeife jetzt wirklich im Endeffekt der Silikonschlauch und Mundstück. Durchzug, Anzug top. Close Chamber bin ich sowieso Fan von. Fuka und so, ne? Ja. Definitiv. Und wie ihr jetzt auch seht, man kann es geil aufhübschen hier mit der Bowl. Und vor allem, ihr kriegt das dann da auch wieder raus. Das ist von Vorteil, ja. Was viele Leute ja immer verpennen, ist zu bedenken, dass wenn die da so eine halbe Orange in eine NPS reinstopfen, ja. Wie kriegen wir die wieder raus? Weil Druck von oben geht immer, aber Zug von oben ist, ist eine Sache. Also ich finde die Pfeife tippitoppi, vor allem für das Geld. Ja, halt man macht man nichts falsch mit, ne? Materialien gefallen mir echt gut. Auch top für unterwegs, okay, bei dem Glas, bei der Bowl für unterwegs,
trinken, würde ich eher als Tisch- und Barpfeife abstempeln. Festivalpfeife aufgrund des Glases. Ja, kriegt man Probleme mit, ne? Auf manchen Festivals, ja. Hurricane meine ich, Rock am Ring auch. Auf Wacken juckt es ja eh keine Sau, was du da mitbringst. Deshalb würde ich es eher als Tischpfeife, wie gesagt, abstempeln. Barpfeife ist schön, macht was her, mal was fürs Auge. Lässt sich super rauchen, Preis auch okay. Also würde ich sagen, auf jeden Fall Kaufempfehlung. Mir gefällt das Ding. Ist halt auch mal was anderes, ne? Ist eben mal eine radikale Neukonzeption. Ja, also, so, wenn du ansonsten den mal reinziehst, so was sonst so als Festivalpfeifen gibt, Amy 330, 440, pipapo. Was mich jetzt am meisten hieran reizt, ist wirklich halt das Klaus Schemmer. Das Klaus Schemmer, weil das hätte ich jetzt bei der nicht erwartet, wo ich so vorher ein Foto gesehen habe. Ich habe es auch nicht erwartet, vor allem, es steht auch nicht da drin halt, ne, in den Beschreibungen, das siehst du nicht. Also, ich habe die auch erst gekauft, als ich die wirklich mal in der Hand hatte. Da im Smushi-Laden. Vorher hätte ich mir die auch nicht bestellt. Das wäre mir zu risikoreich, aber ich bereue es nicht. Ja, das Ding macht schon was her, auf jeden Fall. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze dann auch so langsam. Kurzes Fazit noch zum Machen wir auch, ja. Und das alte Video findet ihr, ich glaube, da irgendwo. Im Raum stehen. Ja. Und wir rauchen das Ganze jetzt noch zu Ende. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ihr dürft es auch gerne teilen. Und das war's von unserer Stelle. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Cheerio.